Na, dann gucken wir mal noch eine Runde weiter. War ich hier unten schon lang? Warte, hier muss ich glaube ich noch... Hier glaube ich muss ich noch mal lang. Muss diese Stadt erstmal kennenlernen. Kann ich mir... Ah! Guck mal, da hinten sind zum Beispiel Hauptquartier der Legion, wo Aureus ist, mit dem ich unbedingt sprechen sollte. Also habe ich die Stadt noch lange nicht fertig erkundet. Lauf, lauf! Oh, da sind Kisten. Was immer darin ist, es gehört gleich mir. Nichts. Ein Krug Wein und ein Waschbrett. Kann ich mir gleich einen Waschbrettbauch antrainieren. Waschbrettlauch. Hier ist der Friedhof wieder. Ja, da war ich ja gerade erst. Oh, ein Brunnen. Und ein Tor. Der Brunnen vor dem Tor. Und ein Wegpunkt haben wir auch. Da kann ich nicht den Eimer da klauen? Doch, geht. Brunnen. Brunnen. Ich kann nichts mit dem Brunnen machen. Fisch. Mein Fisch. Und ein neuer Wegpunkt. Sehr, sehr schön. Schnacken wir noch mit den netten Leuten. Nordwesttor. To leave the city is to venture into danger. Be careful, Source Hunter. Greetings. Ist irgendwas Neues zu sagen? Nee. Sieht nicht so aus. Hi. Da? Auch nicht. Hier unten ist so ein schönes Haus. Da durfte ich gerade reingucken. Da will ich mal rein. Guck mal, da ist Dings hier und eine Truhe und eine Teleporter-Pyramide. Wenn das mal nicht cool ist. Eine Teleporter-Pyramide wollte ich schon so lange mal haben. Rathaustoilette. Da ist aber abgeschlossen. Dann soll ich da vielleicht erstmal nicht einbrechen. In die Rathaustoilette. Das würde man mir womöglich übel nehmen. Wie nicht erreichbar. Das ist doch direkt da vorne, das Fass. Natürlich kommst du da ran. Du willst nur nicht, habe ich das Gefühl. Nope. Eine Pickel. Oh, damit kann ich bestimmt so Eisenerz abbauen. Das ging ja gerade nicht. Und Faden. Ging ja gerade nicht unten in dem Tunnel. Greetings. Mendius, ihr da, einen Augenblick bitte, wenn ihr so freundlich wärt, ihr seid der Quellenjäger, nicht wahr? Der Held, über den ganz Scythia spricht, das große Stadtgespräch, der saftigste Apfel am ganzen Baum, welch Freude euch zu treffen, wirklich ein Vergnügen, ganz meinerseits. Nein, vergesst, was ich gesagt habe, es ist sehr viel mehr als ein Vergnügen, es ist das Schicksal höchst selbst. Ja, das ist es. Das Schicksal hat mich in diesen Ort gebracht, damit ich euch alles über diese verlockende Möglichkeit erzählen kann. Verlockende Möglichkeit? Und wer seid ihr? Mendius zu euren Diensten. Mein Beruf? Nun, einst war ich Mediziner. Doch was tut ein Arzt anderes als zusammenfügen, was zerbrochen wurde? Ich habe Leben gerettet, das stimmt. Doch heute verändere ich sie. Was die Gelegenheit angeht, die ihr erwähntet. Oh, das ist nicht nur eine Gelegenheit, das ist eine einmalige Chance, sich zu verbessern und das ungenutzte Potenzial, das in uns allen schlummert, zu nutzen. Lasst mich euch fragen, mögt ihr Abenteuer? Aber natürlich, wie könnte jemand mit meinem Beruf anders darüber denken? Abenteuer sind geil. Stimmt Rittersport darin überein? Einige können nicht, weil... Nein, das stimmt, wir leben für das Abenteuer, ist ja so. Ist ja so. Sieh einer an, wir teilen also dieselbe Leidenschaft. Ich habe nie daran gezweifelt. Der Nervenkitzel beim Entdecken neuer Pfade. Der Rausch, wenn man plötzlich von Goblins umzingelt wird und dabei dennoch voller Zuversicht ist. Wirklich schade, dass unsere Arbeit so schlecht bezahlt wird, nicht wahr? Das ist gerade mal ein Soldatensold. Mal unter uns und seid ehrlich, wünscht ihr euch nicht auch manchmal, ihr würdet mehr verdienen? Ja, ich kann nicht behaupten, dass dem nicht so ist. Was sagt sie? Ja, ein wenig Gold nebenbei ist immer willkommen. Ist ja auch so, stimmt ja. Wir sind beide gierige Hunde.
In der Tat, Gold ist tatsächlich immer willkommen und bei den Fantastischen Fünf fließt das Gold genauso frei wie das Wasser zum Meer. Trotzdem, mein Freund, was ist das Leben schon ohne Abwechslung, wenn man von finanziellen einmal absieht? So ganz ohne Würze. Ein Quellenjäger zu sein, muss doch manchmal schrecklich langweilig sein, oder nicht? Immer diese Befehle, untersucht dies, findet jenes, und wofür das Ganze? Würdet ihr nicht viel lieber selbst bestimmen, euer eigener Herr sein? Lieber führen als folgen, das ist wahr. Es ist keine Schande, Anweisungen zu befolgen, wenn der Dienst ja das Vertrauen verdient. Eigentlich, ich meine... Ja. Mit dieser Einstellung werde ich immer ein Knecht bleiben. Das ist genau das, was diese vertrauenswürdigen Dienstherren wollen. Oder das stimmt wohl, wir dienen einer gerechten Sache, also warum sollten wir unseren Befehlen nicht folgen? Nee, sie ist anderer Meinung. Mit dieser Einstellung werde ich immer ein Knecht bleiben. Also echt. Ihr seid nicht derselben Meinung, aber das bedeutet, dass ihr einen starken Willen habt, dass ihr unabhängig seid. Es ist wahr, das Leben ist zu kurz, um die Arbeit der anderen zu machen. Habe ich nicht recht? Das war eine rhetorische Frage. Könnt ihr euch auch dabei helfen, diesen Traum zu verwirklichen, damit ihr bekommt, was ihr verdient? Ja, was verdiene ich denn? Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Der Grund, warum mich das Schicksal direkt vor die Tür der Königskrabbe geführt hat. Alles nur, damit ich euch treffen konnte und euch über die glorreichen Fantastischen Fünf erzählen kann. Ihr seid herzlich eingeladen, beizutreten. Diese Gelegenheit solltet ihr nicht verpassen. Ja, wer sind denn diese Fantastischen Fünf? Erzähl mir mehr. Ah, die Fantastischen Fünf. Wie sehr genieße ich es, den Namen der glanzvollsten und gefeiertsten Abenteurergilde von Rivellon einfach nur auszusprechen. Unsere Mission, die Welt verbessern. Unser Motto, wir verbessern uns, indem wir die Welt verbessern, erfüllen unsere Träume und reinigen unsere Seele. Ihr möchtet unbedingt beitreten, nicht wahr? Natürlich möchtet ihr das und das solltet ihr auch dürfen. Solltet ihr noch Fragen haben, werde ich sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ansonsten schlage ich vor, wir legen gleich los. Ja, Moment mal, langsam. Was machen Mitglieder der Fantastischen Fünf eigentlich so? Welch gute Frage. Direkt wie ein Pfeil und scharf wie eine Klinge. Das hat Anerkennung verdient. Nun, den Fantastischen Fünf beizutreten, ist wie einer Gefolgschaft beizutreten. Einer Bruderschaft, einer Schwesternschaft, einer Gemeinschaft. Ihr erhaltet den Titel des Ritters, sobald ihr unseren Vertrag unterschrieben habt. Und dann kann es losgehen. Ich werde euch eure erste Aufgabe mitteilen und sobald diese erledigt sind, werdet ihr euch einen fairen Anteil an der Belohnung übergeben. Belohnung, aha. Wenn ihr natürlich allen von den glorreichen Taten der Fantastischen Fünf erzählt und so neue Ritter für unsere Gefolgschaft rekrutiert, dann erhaltet ihr auch einen Teil der Belohnung, wenn diese Aufgaben erledigen. Ist das nicht wunderbar? Das klingt wie ein Pyramidensystem. Weiter. Das Feuer der Gefolgschaft hat mittlerweile euer Herz erwärmt, nicht wahr? Sagte ich Gefolgschaft, ich meinte natürlich Familie, denn wir in der Familie unterstützen wir uns, muntern uns gegenseitig auf, gehen durch dick und dünn und teilen Sieg und Niederlage. Und das... Was ist das für ein komisches Schneeballsystem? Arbeitet hart, erfüllt Aufträge, rekrutiert neue Ritter und schon bald werdet ihr befördert. Ihr werdet euch verbessern, ihr werdet Rivellon verbessern. Die Sterne werden kräftiger leuchten und ihr werdet dabei außerordentlich reich. Was gibt's Besseres? Das klingt alles irgendwie zu gut, um überhaupt wahr zu sein. Lasst uns das Thema wechseln. Ich möchte mich nicht einschreiben. Nee, wirklich nicht. Macht ihr euch denn keine Sorgen über die Untoten, die herumstreuen? Die Untoten werden gemeinhin als Problem angesehen, mein Freund. Aber wer die Fantastischen Fünf kennt, weiß, sie sind kein Problem, sondern eine Chance. Nee, sie sind ein Problem. Ein unternehmerischer Geist kann auch aus einem kalten, leblosen Stein Reichtum herausquetschen. Oder aus einem kalten Untoten. Ja, ich bin dann mal weg. Ich möchte nicht Mitglied bei euch werden. Danke fürs Angebot, aber ich mach mal kurz die Tür zu. Nein, Blödsinn, ich mach sie auf. Gasthaus zur Königskrabbe. Herzog von Ferol? Katze! Der unsinkbare Sam! Bedienung, ein Quellenjäger! Ich möchte die Anwendung dunkler Magie melden. Nur Menschen mit verdorbenen Herzen geben solch schlechte Trinkgelder wie dieses Pack hier. Ihr arbeitet hier also als Bedienung?
Ich arbeite jetzt seit fast 10 Jahren in der Königsgrabe. In dieser Zeit habe ich so ziemlich jeden Menschentyp durch diese Türen kommen sehen, den man sich vorstellen kann. Vom Tagelöhner bis zum mächtigen Zauberer. Wart ihr an dem Abend hier, als Jack ermordet wurde? Ich glaube, ich bin einer der letzten Menschen, die lebendig gehört haben. Seitdem höre ich diesen schrecklichen Schrei immer und immer wieder. Und da wir das Zimmer, in dem alles geschah, noch immer nicht betreten dürfen, werden wir tagtäglich an den Mord erinnert. Und genau das ist die Frage, nicht wahr? Was genau geschah? Wir alle dachten, dass es Esmeralda war, die auf das Zimmer gegangen war und dass der Herzog ihr folgte. Ich räumte auf und schmiss gerade die letzten Betrunkenen raus, als eine verhüllte Frau an mir vorbei ins Gasthaus hastete. Ich konnte nicht erkennen, wer es war, meine verfluchten Augen. Aber die Art und Weise, wie sie sich davonmachte, ließ mich vermuten, dass sie einen der Gäste besuchte. Die Täter hatten Glück, dass ich in der Küche Flaschen ausspülte und nichts davon mitbekam, als sie die Tat begingen. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich mich hinter dem Tresen versteckt hielt, bis Wilbur durch die Tür kam, aber ich war vor Angst wie gelähmt. Na, kann man verstehen. Wenn da ein Mord geschieht, ich bin da mal weg und danke für die Info. Guck mal, der unsinkbare Sam. Voll die Miau-Katze. Miau. Bye. Ich muss unbedingt dieses Feature haben, dass ich mit Tieren sprechen kann. Herzog von Ferol, Stufe 2, Sympathie 5. Greetings. Hallo. Ich nehme an, ihr seid hier, um mich gnadenlos zu verhören, damit ihr Informationen von mir erhaltet, die ich überhaupt nicht habe, so wie es unser edler Hauptmann Aureus bereits getan hat. Erzählt mir doch mal von euch. Ich bin der Herzog von Ferol, aber ich nehme an, dass ihr bereits von mir gehört habt. Nein, habe ich nicht. Wo es doch so viele rücksichtslose Schwätzer gibt, die meinen Namen in den Dreck ziehen. Was wisst ihr denn über den Mord an Jake? Das sind tragische Neuigkeiten. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Ratsherr und ich je derselben Meinung waren, aber ich habe ihm nie etwas Böses gewünscht. Bye. Dann mal weg. Oh, my good man. A drink, if you please. Please, don't keep shouting in my ear. Darf er auch nichts klauen, das ist ja mal wieder typisch. Anna. Oh, hallo Anna. Greetings. Ah, was haben wir denn hier? Ein Quellenjäger, nicht wahr? Halt die Schnauze, Sam. Nun, mein Tag ist soeben aufregender geworden. Bitte bleibt kurz stehen, ich möchte euch genauer mustern. Euch, den man den Retter von Cycil nennt. Groß wie ein Elf, stark wie ein Ork, aber euer Gesicht ziemlich klassisch, nicht wahr? Fast schon statuenhaft, könnte man sagen. Glatt und hart wie Marmor. Äußerst fein gemeißelt. So bin ich halt, Marmorfresse. Eure Augen glühen förmlich vor Leidenschaft. Vergebt mir, aber ich wage es kaum zu sagen. Kann es denn wirklich sein? Ihr seid genau die Person, nach der ich gesucht habe. Gesucht? Zu welchem Zwecke? Bitte erzählt mir noch ein wenig über euch. Ich bin Anna, das Kronjuwel der Fantastischen Fünf. Du gehörst auch zu denen? Ich habe tausende Kehlen durchgeschlitzt und tausende Brötchen gebacken. Ich habe die Kronjuwelen der Königin von Arata gestohlen und ihr dabei geholfen, die Erleuchtung zu finden. Sollte ich eines Tages sterben, dann werden die Götter den Himmel für meine Sammlung an Designerpantoffeln freiräumen. Designerpantoffeln? Ich erhalte eine Vielzahl, versteht ihr? Und ich bin gesättigt. Doch leider suche ich noch noch den einen Begleiter, nach dem mein Herz laut ruft. Aber dann, Quellenjäger, seid ihr in die Taverne gekommen und ich bin mir sicher, ihr seid dieser Begleiter. Ihr sucht nach jemandem? Das habe ich und das fast ein Leben lang, so scheint es mir. Ihr wisst sicherlich, wovon ich spreche. Als würde ein wichtiger Teil des Lebens fehlen, als ob eine bestimmte Leere ausgefüllt werden müsste. Als ob alles mit dem richtigen Körper und dem richtigen Geist verbunden werden müsste, um gemeinsam neue und atemberaubende Möglichkeiten zu entdecken. Ich habe keine Ahnung, wovon die da spricht. Ich glaube, ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Diesen Körper, diesen Geist in euch, oh Quellenjäger, kommt! Wenn wir uns vereinen sollen, müssen wir unser Schicksal miteinander verknüpfen. Wir müssen uns in unserem Kampf für immer vereinen. Nein, müssen wir nicht. Ihr müsst so bald wie möglich den Fantastischen Fünf beitreten. Gemeinsam als Team werden wir das grenzenlose Reich vor uns entdecken und das Schicksal Stück für Stück freilegen. Ja, also diese Fantastischen Fünf, ne? Ja, ich bin Mitglied dieser Gruppe tapferer Helden und ich werde es für immer sein. Aber wir beide, meine Seelengefährte, können unser Schicksal verknüpfen und Seite an Seite unter dem Banner der Fantastischen Fünf kämpfen.
Also wenn ich das richtig verstehe, wenn ich dem Fantastischen Fünf beitrete, dann tritt sie meiner Gruppe bei. Richtig? Glaube schon. Weiter. Ihr müsst mit Mendius sprechen. Er steht draußen vor dieser Taverne. Nur er kann euch in unsere illustre Gruppe aufnehmen. Dann, mein liebster Freund und Seelenverwandter, können wir vereint werden. Ja, bye. Wir sehen uns. Alistair! Tut mir leid, ich habe keine signierten Taschentücher mehr. Vielleicht einen Alistair-Schlüsselanhänger? Wie auch immer, beeilt euch. Ihr seid nicht der einzige Fan, der meine Zeit beanspruchen möchte. Das tut mir leid, aber ich kenne euch überhaupt nicht. Was meint ihr, kennt mich nicht? Ich kann nicht glauben, dass ihr noch nie etwas von Alistair dem Großen gehört habt. Oh, hab ich aber noch nie. Nun, ich bin ja nur der berühmteste Zauberer diesseits von Verdistis. Obwohl es nicht schaden könnte, auch die andere Seite zu überprüfen. Nur für den Fall. Vergesst nicht, dass ich das berühmteste Mitglied der Fantastischen Fünf bin. Wie ihr sicherlich wisst, wurden wir vom Questspiegel nur zur einflussreichsten Abenteuergilde gewählt. Und das schon zum dritten Mal in Folge. Also so langsam bin ich schon neugierig, denen mal beizutreten. Erzählt mir mehr über die Fantastischen Fünf. Euer Interesse ist geweckt, wie ich sehe. Ich schlage vor, ihr sprecht draußen mit Mendius. Er ist für die Rekrutierung und andere mühselige Arbeiten zuständig. Aber seid gewarnt, wir akzeptieren nur die Besten und Schlauesten. Wenn ich euch so anschaue, bezweifle ich, dass ihr es schaffen werdet. Ey, aufs Maul. Was wisst ihr über die Untoten? Diese fiesen Monster sind meiner nicht würdig, auch wenn ich wahrscheinlich einschreiten werde, wenn keiner der Rekruten Manns genug ist, ein paar Skelette zu erledigen. Ach so, ich bin da mal weg. Du guckst also einfach nur dabei zu, wie die Leute draußen sterben. Das finde ich ganz nett von dir. Hey, Madora. Greetings. Zurück, Teufel! Zurück oder ich spalte euch vom Nabel bis zur Nase. Komm mal runter. Oh, hoho, Madora, du schreckhaftes, dummes Ding. Vom Nabel bis zur Nase, sagte sie. Ich bitte tausendfach um Entschuldigung, Kamerad. Wenn man schon so lange Schädel eingeschlagen hat wie diese alte Bärin hier, kann es schon passieren, dass man jeden kleinen Rempler für eine tödliche Umklammerung eines Quellenzyklopen hält. Ja, keine Ursache, ist ja nichts passiert. Wie wäre es mit einer richtigen Vorstellung? Oder aber wir sollten leise sprechen. Man weiß nie, wo der Feind seine Augen und Ohren hat. Was meint ihr denn mit der Feind? Verdammt nochmal, Kamerad, sprecht leise. Wollt ihr, dass jeder Hans und Franz erfährt, was wir miteinander besprechen? Jeder dieser rastlos umherblickenden Trunkenbolde könnte ein Quellenspion sein. Meinst du? Na gut, ich erkläre es euch. Ich bin auch hier, um die Gefahr durch die Quelle aufzudecken und zu beseitigen. Ich bin eine Quellenjägerin im Geiste und in meinen Taten, auch wenn ich den Titel nicht mehr tragen darf. Mein Name ist Madora. Meine Hand dient eurer Sache, mein Schwert steht euch zur Seite. Der Orden hat diese kleine alte Dame in den Ruhestand verabschiedet und in eine verschlafene Stadt nördlich von hier geschickt. Aber kein Schaukelstuhl kann eine eingefleischte Quellenjägerin von solch einer abscheulichen Heimsuchung der dunklen Magie abhalten. Na, die hat immerhin noch Feuer, das ist doch gut. Da war der Ruhestand wohl ein bisschen zu früh. Ein Ratsherr wurde ermordet. Madora wird nicht ruhen, bis der Unhold gefasst ist. Was das angeht, so könnte ich jemanden gebrauchen, der mir den Rücken frei hält. Denn in dieser Stadt lauern unter jeder losen Holzdiele Quellendämonen. Und ihr könnt sicherlich ein tapferes Herz und erfahrenes Schwert an eurer Seite gebrauchen. Ihr möchtet euch also diesem Trupp anschließen? Nun, ihr kennt das alte Sprichwort, zwei sind eine Teegesellschaft, drei eine Invasion. Den Spruch kannte ich noch nicht, aber er gefällt mir. Wenn wir uns zusammentun, sind wir in der Lage, jeder der unzähligen Monstrositäten entgegenzutreten, die sich uns in den Weg stellen. Was sagt ihr? Ein fantastischer Plan. Zusammen werden wir jede einzelne Quellenspur in dieser gefangenen Stadt vernichten. Ja, warum nicht? Hervorragend mit einer weiten, oder? Diese Madora scheint etwas übereifrig zu sein. Sie hat in jedem Schatten und jeder Geste Quellenmagie. Ich glaube, sie behindert uns mehr, als dass sie uns hilft. Ja, sie ist mal skeptisch. Da kann man auch ein bisschen skeptisch sein. Bin ich nämlich auch ein bisschen, muss ich sagen. Beim Grab des Dämons. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal erlebe, wie ein Quellenjäger einen eifrigen Kameraden abweist. Bekommt man das an der Westakademie zum Thema Loyalität herbeigebracht? Du hast ja noch nicht eingeschnappt. Wir hier im Norden haben dafür zum Glück eine Redensart. Lieber erst beim zweiten Mal das Richtige tun als gar nicht. Wenn ihr euch also anders überlegt und wollt, dass wir Seite an Seite kämpfen, dann würde es mich freuen, Kamerad. Ah,
Ah ja, dann kann ich sie also später nochmal ansprechen, wenn ich Bock habe, sie mitzunehmen. Das ist ja auch in Ordnung. Boah, guck mal, ein Schweinebraten. Oh, da hätte ich jetzt Bock drauf. So ein fetter Schweinebraten. Käse hätte ich auch gerne. Novak, wer bist du denn? Greetings. Ah, sinnloses Geplapper mit Fremden finde ich ja so spannend. Wie konntet ihr das nur wissen? Bitte unterbrecht mich weiter beim Trinken, wenn ihr so freundlich wärt. Wer seid ihr? Wie eigenartig von euch, mehr von einem einsamen Fremden am Tresen erfahren zu wollen. Nun, wer ich bin, geht euch kaum etwas an und jeder mit nur ein bisschen Taktgefühl hätte dies schon längst gemerkt. Oh, aber ich habe es gemerkt, aber es macht einfach viel mehr Spaß, dich trotzdem zu nerven. Könnt ihr mir etwas über die Fantastischen Fünf erzählen? Ob ich euch etwas über sie erzählen könnte? Nun, das könnte ich wahrscheinlich schon, aber warum sollte ich meine Aufmerksamkeit von diesem Glas Whisky abwenden, wenn Mendius da draußen vor Aufregung über die ganze Angelegenheit fast platzt? Ja, warum solltest du? Ich bin einfach weg. Danke für die Info, Freund.